Bei der Landtagswahl in Brandenburg könnte die AfD laut Umfragen stärkste Kraft werden, gefolgt von der SPD auf dem zweiten und der CDU auf dem dritten Platz. Erstmals seit 1990 würde die SPD damit ihre führende Position verlieren. Und das, obwohl der AfD-Spitzenkandidat Hans-Christoph Berndt vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft wird. Ebenso wie der Verein Zukunft Heimat, den er 2015 gegründet hatte, um die Aufnahme von Flüchtlingen zu verhindern. Die Leute, die haben immer dasselbe Thema, Integration. Und dass sie nicht so damit einverstanden sind, was hier so passiert. Ja. Natürlich soll den Leuten geholfen werden, aber zu viel können wir auch nicht aufnehmen hier. Ja, das denke ich schon, dass die Leute Grund haben, warum sie so fühlen oder warum sie so wählen. Weil die Probleme sind ja offensichtlich da und die Lösungsangebote sind halt nicht dementsprechend, dass die Leute das Vertrauen haben, dass das, was die bisherigen Regierungen gemacht haben, auch sich auf ihren Alltag auswirkt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass es so ein bisschen Angst ist und vielleicht auch so ein bisschen Frust, dass es uns nicht mehr so gut geht, wie es uns mal ging. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass die Ursachen da einfach komplett in der falschen Richtung gesucht werden. Und ich finde es auch schwierig, dass nur weil man unzufrieden ist, dass man da sich dann gleich von solchen Parteien beeinflussen lässt. Und ich habe das Gefühl, wenn man mit den meisten spricht, dass sie sich noch nicht mal richtig das Wahlprogramm durchgelesen haben. Und das finde ich wirklich traurig. Die Pläne der AfD, den Ministerpräsidenten zu stellen, sind dennoch so gut wie aussichtslos. Alle anderen Parteien schließen eine Koalition mit der Partei aus, deren Landesverband vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet wird. Somit würde auch bei einem AfD-Wahlsieg der Weg frei für die SPD. Allerdings knüpft der amtierende Ministerpräsident Dietmar Woidke seine politische Zukunft an einen Wahlsieg seiner Partei. Sollte die SPD bei der Wahl nicht auf Platz 1 landen, werde er sich aus der Politik zurückziehen, kündigte Woidke Anfang August an. Dem Bündnis Sarah Wagenknecht dürfte auf Anhieb zweistellig der Sprung in den Landtag gelingen. Grüne, Linke und Freie Wähler müssen wiederum um den Wiedereinzug in den Landtag bangen. Für die FDP sieht es erneut schlecht aus. Für eine Wiederauflage der derzeit regierenden Kenia-Koalition aus SPD, CDU und Grünen könnte es nur unter günstigen Umständen noch knapp reichen. Und ohnehin ist von einer Zusammenarbeit der drei Parteien im Wahlkampf nicht mehr viel zu spüren.